Hey ihr punkigen Punks, willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. So, jetzt gleich mal direkt am Anfang, da anscheinend manche nicht weiterdenken als 2 Meter Feldweg. Das gilt jetzt übrigens nicht für alle, sondern wirklich nur für ein paar, die da was zu geschrieben haben. Und zwar, ich möchte nochmal ganz kurz den Text zitieren. Ja, das auch. Das muss ich auch mal. Ich muss mal ein bisschen abkotzen hier. Warte, ganz kurz. Keine Sorge, dauert nicht lang. Also, du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein. Achtung, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Das heißt, wenn ich das Spiel fertig habe, Leute, die Hauptmission, kann ich immer noch die ganzen Nebenmissionen machen. Wer hätte es gedacht? Scheiße, noch eins. Ich habe nie behauptet, dass ich das Spiel dann einfach abbreche, beziehungsweise wenn die Mission durch ist, dass ich dann sage, ja, scheiß auf die ganzen Nebenmissionen. Also, für die Schlaumeier, die sagen, hey, Bruger, du hast die Quest mit Kelly einfach jetzt mal komplett abgebrochen. Oder Carrie, oder wie der Typ heißt. Oh, es geht mir auf den Sack. Nein, habe ich nicht. Ich werde die nachher noch weitermachen, Leute. Hört doch einfach mal zu, was ich sage. So, dankeschön, das war's jetzt. Willkommen zurück zu Cyberpunk an die anderen Leute, die mitgedacht haben und den Text gehört haben, den ich vorgelesen habe. Weil anscheinend war das sehr, sehr schwer für manche. So, jetzt aber genug mit dem Hass. Ihr könnt mich auch gerne deabonnieren und einen anderen Kanal schauen. Ist mir total egal. Ich mache das nicht, um mich zu bereichern oder um Fame zu werden. Ich mache das, weil ich Spaß transportieren möchte. Und sowas nimmt mir den Spaß. Also, seid so gut, mitdenken, zuhören und dann ist alles cool. Dankeschön. So, nochmal. Ich hab dich gewarnt. Ich hasse sowas zu tun, aber es musste sein jetzt einfach. Hey, Johnny! Sowas hasse ich auch. Scheiße, wir sind jetzt so kurz davor wie... Und du kannst dich nicht mal auf den Beinen halten. Aber ich schon. Dein Körper hört auf mich. Verstehst du, was ich sagen will? Ja, ich verstehe schon. Das gefällt mir nicht. Komm schon, jetzt schieß endlich ein. Wirf das Pseudo-Endotrizin ein und lass mich ans Steuer. Ich bring uns nach Scheiß Mikoshi. Wie noch gleich. Jedenfalls ohne diese hinterfotzige Arasaka-Porzellanpuppe. Ohne Hilfe haben wir keine Chance. Stimmt. Deshalb werde ich Rogue dazu holen. Sie hat's immer noch drauf. Außerdem schuldet sie mir was. Die hätte vielleicht vor 50 Jahren was für dich riskiert. Aber jetzt glaube ich kaum. Ich überzeug sie. Schließlich kennen wir uns mit solchen Sachen aus. Wir sprengen uns in den Saka Tower, genau wie früher. Boah. Und dann suchen wir den Weg nach Mikoshi. Das ist unsere einzige Chance. Findest du das eine gute Idee? Nicht schon wieder dieselben Fehler machen wie damals, würde ich jetzt mal sagen, oder? Brauche ich dich denn? Ich kann Rogue auch selbst fragen. So ein Risiko wird sie nicht mit einem eingehen, der noch Söldnerwindeln trägt. Mit mir? Mit mir wäre es fast so wie früher. Hanakos Angebot steht noch. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Helfen, ha? Huh? Okay, ich verstehe, was du sagst. Du glaubst, mit der Konzernfotze zu arbeiten, wird es lohnenswerter machen. Dann hör jetzt genau zu. Die Konzernkleptokratie ist keine Option. Rogue und ich ziehen das durch. Genau wie früher. Was ist mit Panam? Sie hat Hilfe angeboten. Ich weiß. Du und Panam, ihr habt was Besonderes. Das verstehe ich. Echt. Aber genau deshalb ist die Idee scheiße. Du solltest sie da nicht reinziehen. Den Fehler habe ich auch mal gemacht. Lass sie und ihre Leute außen vor. Wenn einer stirbt, gibst du dir am Ende nur die Schuld. Unsere einzige Hoffnung sitzt genau in diesem Moment im Afterlife. Und sie heißt Rogue. Hanakos Angebot steht noch. Sorry, als ob Hanako... Ach komm, lass den Scheiß. Sie hat wenigstens Macht und kann helfen. Helfen, ha? Huh? Okay, ich verstehe, was du sagst. Du glaubst, mit der Konzernfotze zu arbeiten, wird es lohnenswerter machen. Dann hör jetzt genau zu.
Die Konzernkleptokratie ist keine Option. Rogue und ich ziehen das durch. Genau wie früher. Hm. Schön langsam, Arschloch. Was soll das werden? Das ist mein Körper. Ich entscheide. Nicht dieses Mal. Johnny! Boah. Scheiße, sieh dich doch an. Was geht mal? Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Wie schon wieder? Das ist ja nicht meine Schuld. Bin? Bin ich? Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Oh, Victor hat uns gerettet, hä? Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Achso, übrigens, ich werde alle Endings zeigen, also keine Sorge. Ich werde mich da noch rechtzeitig informieren. Ich habe ja genug Safe Games gemacht. Wie bin ich hier gelandet? Also alle, die verfügbar sind, sage ich mal. Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Vic. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spür wieder was. Langsam. Oh, Kacke, ja. Ich glaube, lang machen wir nicht mehr. Für die Geschichtsbücher. Und? Ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ja, ich weiß. Eine Idee, wo ich anfangen soll. Schon wieder. Soll ich's dir aufschreiben? Es liegt an dir, nicht an mir oder diesem Ding in deinem Schädel. Wie? Was kann ich das beeinflussen? Siehst du das Zeug da drüben? Ja. Was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt, still und leise. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich hab dir auch ein Geschenk hingelegt. Blocker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Alles klar, ich glaube, ich nehme die Blocker. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Nope. Endotrizin, Rogue, Sarka Tower. Oder Blocker und ich vertraue Hanako. Nur so haben wir eine Chance. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh, gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Oh, ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest,
Zuerst sollten wir von hier verschwinden. Okay. Hey, wie, ich hab deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay. Ich glaube, Vic hat eh die Schnauze voll von mir. Sei ihm nicht böse. Seine Chakren sind heute blockiert. Und er hatte zu viel Kaffee. Und lass mich raten. Meine Aura stört. Mhm. Fürchte, ja. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Er ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Wirst sehen. Na komm. So. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Aha. Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken. Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Toll, jetzt kann ich nicht mehr speichern. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Soll ich Panam anrufen? Na komm. Ich rufe Panam an. Panam. Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Hey. Panam, hey. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid, dass ich so spät störe. Rufst du deswegen an, um dich für die späte Störung zu entschuldigen? Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Was? Weißt du, meinetwegen. Geh doch. Nein, 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 so meine ich das nicht. Entscheide dich mal. Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht.
Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Aha. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Hm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Warte. Gib mir noch eine Minute. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Sollen wir das hier machen? Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich. Ein für alle Mal. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Ich weiß. Genau, was ich wollte. Okay. Moment mal, das raff ich nicht. Bei allem, was wir bis hier durchgemacht haben? Oh ja. Du willst einfach aufgeben? Wieso? Ist die sauberste Lösung. Bei allen anderen werden Menschen sterben. Menschen sterben. So ist das immer gewesen. Aber bin ich ihr Opfer wert? Oder du? Außerdem... kriegen wir es nur so, beide mit. Was? Den Tod? Den Moment, wenn das Leben verfliegt. Darüber habe ich nie wirklich nachgedacht. Du schaffst es immer noch, mich zu überraschen. Habe ich vielleicht von dir gelernt. Wie? Bist du dir ganz sicher? Solange du nichts dagegen hast. Ich hätte es nicht so gemacht. Aber das ist okay. Einfach so? Keine große Rede? Vielleicht habe ich auch was von dir gelernt. Ist es soweit? Weißt du, es ist wirklich schön. Schön, dich gekannt zu haben, Vee. Ja. Dich auch, Johnny. Krasses Ende, oder? Nee, das werde ich natürlich nicht akzeptieren, dass er sich am Ende den Kopf wegbläst.
Auf keinen Fall, Leute. Das wollen wir nicht, dass das Spiel so endet. Das ist doch bescheuert. Ich meine, er... Tu es. Du wirst sehen. Es hilft. Ivy, wie ist es so im Jenseits? So schön, wie immer gesagt wird. Hier unten ist es immer noch scheiße. Vielleicht sogar schlimmer als vorher. Wünschte, ich hätte mehr getan. Dann wäre es vielleicht anders abgelaufen. Positiv denken, Victor. Ich... Wir werden dich vermissen. Oh, Victor. Oh, Judy. Nein. Avi. Ich hab die Tage an dich gedacht. Und da wollte ich dich... Naja. Mal anrufen. Ich weiß, es bringt nichts, aber früher haben die Leute mit Gräbern gesprochen und niemand hat mit der Wimper gezuckt, stimmt's? Als ich sagte, ich hätte an dich gedacht, da meinte ich so richtig über alles, was du getan hast. Und ich schätze, ich kapiere jetzt, warum du diesen Ort endgültig verlassen wolltest. Aber trotzdem, wie? Hast du mal daran gedacht, du weißt schon, was passiert, wenn... Ich... Scheiße, ich pack das nicht. Oh, sie hat alle verloren, es tut mir so leid für Judy. Hey, ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weißt du auch warum? Hm? Weil das heißen würde, dass wir uns wiedersehen. Und dann wirst du dir wünschen, du hättest mich nie getroffen. Was hast du dir dabei gedacht, hm? Oder denkst du einfach an gar nichts? Ist es das? Nach allem, was ich für dich getan habe. Alles! Und was tust du, hm? Knippst dir die Lichter aus, das tust du! Wenn's eine Hölle gibt, hoffe ich, dass du da schmorst. Verrottest! Was auch immer. Leb wohl. Oh Mann, sie hat uns ihr Herz geschenkt und jetzt ist sie natürlich zu Recht traurig. Selbstmord. Naja, Schätze, das war gar nicht so abwegig. So endet es für die Hälfte aller Leute in Night City. Besonders die Guten. Jamie Sheen, mein erster Partner damals, hat sich auch das Hirn weggeblasen. Hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Aber ich wusste, es war wegen der Art, wie die hohen Tiere die Dinge handeln. Natürlich hat sich nichts geändert. Nur, dass am Ende noch ein anständiger Kopf fehlte. Egal, ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort wie... Oh, River, mein Kumpel. Es ist so traurig, oder? Hey, wie... Ich denke nicht, dass du die Nachricht je hören wirst, aber es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir in meiner Philosophie habe träumen lassen, oder? Ich meine, am Ende war es deine Entscheidung, die Wahl, die dir zustand. Aber du sollst wissen, dass es nicht nur Auswirkungen auf dich hat, sondern auch auf deine Freunde. Ich glaube... Du wusstest gar nicht, wie viele Freunde du wirklich hattest. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, wie du, ich, Jackie. Och, Misty. Bis dahin. Es ist so traurig, Leute, ich fang gleich an zu heulen, ne? Oh, es ist so schlimm. Die ganzen Leute, die sind mir so ans Herz gewachsen, ein bisschen. Ich glaube, das war's jetzt aber auch, ne? Meldet sich keiner mehr. Ja, echt schade, aber... Ich habe ja gesagt, wir machen noch weiter. Wir laden das Ganze jetzt nochmal und dann schauen wir uns die nächsten Entscheidungen mal an, Leute.
Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Hm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Deal an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Ich sage euch, was ich mache. Ich werde erst Arasaka, dann werde ich Rogue und dann werde ich Panam, weil ich glaube, Panam ist das Ende, was ich möchte. Ich weiß, es gibt noch ein Secret Ending, also insgesamt gibt es 5. Das erste habt ihr gerade gesehen. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Arasaka Ending erstmal. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Und ich habe nachgeschaut. Ja, ich habe die Möglichkeit, alle Endings zu zeigen, auch wenn ich jetzt bei Johnny nur 60% habe. Aber ich muss einfach ein älteres Savegame laden und dann kann ich das nochmal machen mit dem Arasaka Tower, keine Sorge. Man braucht 70% für das Secret Ending mit Johnny. Das werde ich natürlich auch zeigen. Ich werde alle Endings zeigen, keine Angst. Ja, aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ja, Johnny, ist klar. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Das werden wir noch sehen. Und wenn du es merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles merken. Ach, Johnny, irgendwie sind wir doch Kumpel geworden, glaube ich. Wir sehen uns in Mikoshi. Und ich find's gut, dass er unsere Entscheidung respektiert. Johnny. Okay. Nur ich. Endlich. Ein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja, seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Ja, ja. Glaubst du, Yorinobu weiß was? Vieles hätte ihn hellhörig werden lassen können. Es gibt keine andere Erklärung, mich hier festzuhalten. Nicht gut. Was jetzt? Wir können nicht mehr warten. Ich muss hier weg. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Ich vertraue ihr. Ich vertraue Hanako. Warum sollt ihr sie uns bescheißen eigentlich? Hey, Misty. Oder? Ja, ich bin's. Ach, Misty. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein. Wir warten zusammen. Ich mag Misty. Sie ist auch eine gute Freundin irgendwie. Wo ist denn die Katze? Wen haben wir denn hier? Ah. Ich nenne dich Jackie. Das ist eine echte Katze. Jackie Brightman. Nicht nur er. Ich vermisse Jackie auch, da war echt ein netter Kerl. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Ach, warum nicht, ja. Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt.
Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, V. Der Narr. Ich wollte schon sagen. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach dem Wie, den ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay. Definitiv, Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Der Teufel. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Das ist kein Witz, Weh. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung, Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie. Der Mond steht für Rätsel. Alles klar, es klingt nicht gut. Ich glaube, das ist für dich. Ach, Misty. Warte, ist das eine Arasaka-Limo? Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Misty, hör zu. Dieser ganze Scheiß hat nur angefangen, weil ich beschlossen habe, meinen Arbeitgeber zu hintergehen. Wenn ich das wieder hinbiegen kann, vielleicht, nur vielleicht, wird dann ja alles wieder normal. Ich verstehe das. Es sind nur Karten. Viel Interpretationsspielraum. Sorry, Misty. Ach, hier landet also Arasakas beste Technologie. Ah. Charmant. Sagt der Richtige. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Anders Hellmann. Quicklebendig, wie ich sehe. Hätte gedacht, deine Leute würden dich nach deinem Ausflug zu Kang Tao kalt machen. Für Arasaka bin ich quicklebendig nach wie vor mehr wert als kalt. So wie ich. Also laber nicht und bring mich zu Hanako. Ach ja, Hanako. Weißt du noch, worüber wir zuletzt geredet haben? Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst? Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Darf ich ihn jetzt töten? Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Ich finde, du denkst zu viel nach, Hellmann. Hanako hat dich zu meinem Chauffeur gemacht. Also mach deinen scheiß Job und bring mich nach North Oak. Fahren wir. Pfeife. Ich kann Hellmann nicht leiden. Sie ist da. Warum hat sie sich nicht gemeldet? Wer? Hanako? Hilf mir auf die Sprünge. Was hast du hier gleich noch verloren? Oder ich? Master V und sein Chauffeur. Vorsichtig, okay? Wenn du meinen Wagen crashst. Bin ich etwa dein Chauffeur? Das war nicht vereinbart. Bist du aber. Mir auch nicht. Klugscheißer. Also, halt die Klappe und fahr. Düdüdün. Hier wohnen halt echt die Bonzen, du, in Northside. Ach, sieh mal, hier war ich ja auch schon mal. Und jetzt zum lustigen Teil. Die Limo ist Arasakas, aber hinterm Checkpoint sind Wachen postiert. Verhalte dich natürlich. Ich meine, verhalte dich ruhig und es wird schon klappen. Mal sehen.
Fein um. Hellmann, fein um. Ah, ich bin cool und natürlich. Lass uns durch. Ist alles in Ordnung? Bis auf Weiteres darf niemand das Anwesen betreten. Nun. Was zum Teufel? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Natürlich. Scheiße, verdammt. Was jetzt? Die lassen uns nicht in ihre Nähe. Tja, dann müssen wir uns den Weg eben freiräumen. Tu, was du nicht lassen kannst. Du holst Hanako. Ich bin beim AV. Der sich fast nass macht. Ey, ich nehme doch an. Im Schlafzimmer, im mittleren Teil des Gebäudes. Anders, geh den AV holen. Aber zuerst müssen wir die vier Wachen neutralisieren. Wie? Ist das klar? Sicher, neutralisieren. Ich störe ihre Funkverbindung, damit sie keine Verstärkung erhalten. Klar, wie Kloßbrühe. Alter! Der Schaden! Nicht im Ernst! Sie wissen, dass ihr hier seid. Ihr müsst sie neutralisieren. Allesamt. Ja, das macht gar nichts hier. Ach komm, die paar Luschen, die kriege ich doch locker hin. Hier, Luschen. Ja, wo bin ich wohl, hä? Okay, das war nicht feindlich. Mein ganzen Scheiß hier. Was ist denn da oben? Ziel in der Nähe. Oh, das waren sie schon. Ja, das ist der letzte von Yorinobus Leuten. Ich erwarte euch. Ach komm, fahr auf das Sammeln. Ist eh alles egal jetzt bald. Ich werde es ja wieder laden, ihr wisst ja Bescheid. Ich bin fast am Anwesen. Gut, lande beim Pool. Hanako! Diese Leute haben mir keine Wahl gelassen. Wir hatten keine Wahl. Deshalb habe ich mich immer aus allem herausgehalten, damit ich solche Entscheidungen nie treffen muss. Aber jetzt... Ich glaube, ein Krieg hat begonnen. Krieg ist übertrieben, oder? Und ein vorbelastetes Wort für eine Arasaka. Denkst du das wirklich? Ich zähle nur, wie viele wir sind. Du, ich, Hellmann. Das sind drei. Oder eher zweieinhalb. So oder so. Es ist nicht viel gegen Arasaka und all seine Armeen. Mein Bruder ist nicht ganz Arasaka. Zumindest noch nicht. Das weiß er auch. Und aus dem Grund umgibt er sich mit Kriminellen wie Adam Smasha. Oh. Soll mich das etwa aufmuntern? Smasha. Fest steht, wir sind auf uns gestellt. Mein Vater war auch auf sich gestellt.
und hat ein Imperium errichtet. Wir kriegen das hin, Hanako. Ich glaube, sie ist eine Gute. Ich hoffe es zumindest. Bitte. Danke. Arigato. Gozaimasu. Hellmann macht denn nicht so ein ins Hemd jetzt hier? Guck mal, wie nervös er ist. Hanako ist total... Also sie ist einfach nur erhaben, die Frau. Ich finde sie super. Ich weiß noch nicht so ganz, ob wir ihr trauen können, aber sie hat Stil und Klasse. Ich glaube, sie wäre gar keine so schlechte Anführerin fürs Arasaka-Universum. Fürs Imperium, meine ich. Er trinkt dir mal einen, ne? Ist es nicht etwas früh für Champagner? Nun, wenn es dich beruhigt, sieht dann noch irgendjemandem die Hände? Nicht nötig. Meinen Händen geht es gut. Und der Rest von dir? Ich sehe das anders. Dem Rest geht's auch gut, danke. Das ist gelogen. Er wurde ohnmächtig. Halt die Backen. Bin nur müde. Das ist ja auch kein Wunder. Dein zentrales Nervensystem ist durcheinander. Durcheinander, ja. Unglaublich, dass du noch laufen kannst. Wir müssen uns beeilen. Wenn wir mit Yorinobu fertig sind, sehen wir, was wir für dich tun können. Und jetzt? Sag mal, was ist jetzt? Wollen wir uns hier anschweigen? Sie lächelt so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass sie was Dummes vorhat. Hellmann ist super besorgt. Ich habe immer noch meine Gorilla-Fäuste. Ich hätte vielleicht doch mal ein Gläschen Champagner nehmen sollen. Oh Mann, es gibt bestimmt einen riesen Geballer da drin, ha? Huh? Und vor allem, wenn wir gegen diesen Blödmann noch kämpfen müssen. Aber den kann ich doch... Also, ich habe ja gesehen, was mein Hacking mittlerweile für einen Schaden macht. Ist alles vorbereitet? Fast. Also nochmal, ihr werdet auf jeden Fall die Endings bei mir sehen, alle die es gibt, alle fünf. Wow. Sind wir eben durch die Wand geflogen? Ich bin halt gespannt, welches weitergeht, also wo es dann einfach weitergeht, weil manche hören ja dann einfach auf, schätze ich mal, dass man dann nicht mehr weiterspielen kann. Na gut, wahrscheinlich geht es bei allen weiter, außer jetzt bei Arasaka, bei Selbstmord. Oh nein. Wird er es schaffen? Sollte er. Sollte er, ja. Es geht schon. Cool. Wir sind schon so am Ende. Was? Total Immortal. Total unsterblich. Hier lang. Ich finde diese Pflanzen hier total geil. Last Caress. Warte mal, wir haben ja noch einen Punkt zu vergeben. 20 Intelligenz. Bam. Verringert die Kosten von Quick Hacks um einen Speicherpunkt. Zack. Das ist deine letzte Chance. Wozu? Mir deinen Plan mitzuteilen. Was, wenn ich keinen habe? Stell dich nicht dumm, Hanako. Wir töten einfach ihren Bruder. Fertig. Du und Takemura hatten einen bei der Parade. Einen Plan. Kurz darauf war nichts von ihm übrig. Und trotzdem sind wir jetzt hier. Weißt du warum? Diese Weil Schuhe. Man manchmal der Wahrheit ins Gesicht sehen muss. Das habe ich an diesem Tag getan. Dank dir. Du hast einen sehr ehrlichen Blick. So wollen wir den Arasaka-Vorstand also umstimmen? Ich soll sie anstarren? Und die Waffe bereithalten.
Wenn mein Charme nicht wirkt, versuchen wir es mit altbewährten Mitteln. Schon verstanden. Nein, du wirst es noch verstehen. So wie alle anderen. Boah, es ist... Ich weiß nicht, was sie vorhat. Ich war mal Teil der Spionageabwehr. Hiervon habe ich nie gehört. Alter, wie das hier aussieht. Natürlich hast du das nicht. Das ist eines von Arasaka am besten gehüteten Geheimnisse. Moment, ist das... Vaters Büro, eine exakte Kopie des Originals in Tokio. Er hat in jeder Arasaka-Zweigstelle der Welt eins bauen lassen. Jeder Gegenstand. Jedes Detail. So angeordnet, dass er sich blind zurechtfinden würde. Vater, wie er leibt und lebt. Sorgfältig, penibel. Lebte. Was? Wie bitte? Du meinst, wie er lebte. Idole sind beständiger, als du glaubst. Auch wenn er jetzt noch lebt, ne? Frage ist, ob die Fraktionsanführer den Arasaka-Werten treu bleiben. Und ob sie den Mut haben, ihre Fehler zuzugeben. Sie haben keine Wahl. Es geht ja um die Zukunft von Arasaka. Ein Felsen, in dem mit Yorinobu der erste Riss entstand. Goros Worte, nicht meine. Ein Riss. Genau. Und niemand hat etwas unternommen. Gib nicht dir die Schuld. Tu ich nicht. Aber sie vielleicht. Komm. Ihre Finger. Quing. Oh, da geht's ja noch weiter. Aha. Interessant. Das Management ist ganz oben. Richtig. Warum fahren wir dann nach unten? Ich sagte doch, Mikoshi kann nur von einem Raum unterhalb des Arasaka Towers betreten werden. Bevor wir die Vorstandssitzung unterbrechen, müssen wir noch eins tun. Hä? Ich habe immer mehr das Gefühl, du sagst mir nicht die ganze Wahrheit. Vermutlich, weil ich dir nicht die ganze Wahrheit sage. Ich bin vorsichtig. Ich dachte, wir vertrauen einander. Zwischen uns herrscht nun Vertrauen. Deshalb bist du hier. Obwohl ich vorher, kurz nachdem du mich entführt hast, deinen Rat gesucht habe. Wessen? Yorinobu, er lebt noch. Vaters. Ich hab's gewusst, ne? Er ist hier im Cyberspace. Das Büro ist nicht die einzige Kopie hier. Was? Ich hab's doch gewusst, natürlich haben sie sein Engram gespeichert. Wäre auch unlogisch, oder? Warum sollten sie Johnnys speichern? Oha, der Jedi-Meister. Otto-sama. Konohitoyo. Omaewa. Fuck, träume ich? Saraniwa musume no yukai ni katan shi. Kondo wa musuko wo homuri saro to shite iru. Arasaka ni zeibun to urami ga aru yo da na. Omaewa, mo shindere yo. Was soll ich sagen? Es ist mir eine große Ehre. Ich habe früher für sie in der Spionageabwehr gearbeitet. Alle machen Fehler. Ich bin hier, um meinen zu korrigieren. Was wäre gewesen, hätte ich das mit Johnny gesagt? Danke wird wohl nicht ausreichen. Ich will kein Geld, ich will einfach nur leben, wenn es geht. Fertig. Wir können gehen.
Moment. Ich will mit Jackie Wells reden. Mit wem? Arasaka hat seine Leiche. Goro hat gesagt, ihr befragt die Toten. Ich glaube, ich verstehe jetzt auch wie. Das sind leider zwei unterschiedliche Dinge. Aber schauen wir mal. Ach komm, das geht doch bestimmt, oder? Jackie Wells. Ja! Mano, endlich! Mama meinte immer, Geduld ist eine Tugend. Und manchmal lohnt sie sich sogar. Oh Mann! Jackie! Du bist es wirklich? Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Erinnerst du dich daran, was passiert ist? Wir spielen endlich oben mit Mano. Arbeitet für Dex, den fettärschigen Gangster-Messias vom Afterlife. Ein Berg von vergoldeter Coolness. Nicht schlecht, ne? Hey, ich hatte nie die Gelegenheit, mich zu bedanken. Der Biochip. Nimm du ihn. Für mich. Ich wusste, dass ich immer auf dich zählen kann, Jack. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbeer und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Misty, vermisst dich sehr. Oh, Misty. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Ach, der arme Kerl. Er denkt ja nicht mehr. Pass auf dich auf, Amigo. Afterlife, wir sehen uns dort. Das ist echt traurig. Hast du bekommen, was du wolltest? Habe ich nicht. Das weißt du auch. Ich habe dich gewarnt, dass es etwas anderes sein würde. So kann man's auch sagen. Los jetzt. Wir müssen weiter. Armer Jackie. Hat sich dann wohl erledigt mit ihm. Johnny! Nein! Nicht jetzt! Johnny, komm, hör auf! Mach keinen Scheiß, bitte. Oh nö. Wenn er jetzt die Kontrolle übernimmt, weiß ich, was passiert. Tu es nicht, Johnny. Es dauert nicht mehr lange. Wie? Bleibst du bei uns? Ja, aber ich werde minütlich schwächer. Wir müssen uns beeilen. Das sollten wir. Oh, Kacke, Mann. Deine Leute... schlimme Momente. In gewisser Weise, ja. Soll heißen... inwiefern sie an mich glauben oder an mein Geld, das weiß ich nicht. Das macht für sie wahrscheinlich keinen Unterschied, oder? Du nimmst nie ein Blatt vor den Mund. Deshalb hast du mich hergebracht. Ihre Beweggründe sind ja auch egal, solange sie in die richtige Richtung schießen. Wenn es unvermeidbar ist. Und nur dann. Du meinst, wenn der Vorstand uns kein Wort glauben will? Falls. Nicht wenn. Und dann soll ich die auch neutralisieren. Halte deine Waffe bereit. Und kein Wort, bis ich es sage. Ganz egal, was passiert. Du musst mir vertrauen. Ich kann ja auch rennen. Das ist eine Insel. Nur ein. Mit 12.000 Einwohnern. Wir könnten sie umsiedeln. Auf andere Inseln ist doch ein Archipel. Das ist der Vorstand. Wer ist diese? Sieht aber komisch aus. Entschuldigung, ich bin zu spät. Hanako, was tust du hier? Mein Bruder, wo ist er? Er sagte, wir sollen ohne ihn anfangen. Gut, dann beginnen wir ohne ihn. Beginnen? Was? Die Enthebung Yorinobus von seiner Position als CEO von Arasaka. Hab ich richtig gehört?
Was tun Sie da? Sie können doch nicht... Hanako, ich glaube, Sie schulden uns eine Erklärung. Wie? Das ist dein Platz. Oh. So lasse ich mich nicht behandeln. Hast du gehört? Pflanz deinen Arsch woanders hin. Ab jetzt! Das ist skandalös. Sehr freundlich. Yorinobu hat meinen Vater ermordet und seinen Tod für seine Kriegshetze ausgenutzt. Und sie wussten davon. Sie alle. Faszinierend. Absurd! Was sagst du da? Ach, nichts als Lügen. Haben Sie noch etwas außer Anschuldigungen? Einen Augenzeugen. Saburo Arasaka wird ermordet. Und ihr ordnet nicht einmal eine Untersuchung an. Noch einmal. Wer ist das? Ich habe hier mal gearbeitet. Aber Nathys Abteilung. Und ich weiß, mit den Schultern zucken und einen Sündenbock finden, entspricht nicht der Vorschrift, wenn der CEO stirbt. Ich habe gesehen, was passiert ist. Ihr solltet mir Fragen stellen und dann Yorinobu festsetzen. Zugegeben, eine ernste Beschuldigung. Aber nicht mehr. Wenn unsere Aussagen nicht ausreichen, vielleicht hören Sie ja auf meinen Vater. Oh. Misagi hatte da ja Tsurami. Arasaka-sama? Akago no you ni mamma to damasareta ga hiyorimi shugi ni hashitta ga izure ni seyo kare ni mo yakuin de aru mono tachi ga nanto nasakenai. Tja, soll uns das überzeugen? Nichts als ein Zaubertrick. Mahetto, omae ga Militech tomo senben sensou o yuryou shiteita toki, watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa 3つのものが欠けている。自信、知性、そして根性だ。 Arasaka-sama... 見たところ、あれから何も変わっていないようだな。 ist es. Ich mag ihn irgendwie. Großvater, wie lauten Ihre Anweisungen? Hanako-no-shichi-ni-shitawai. Hanako-no-hassuru-kotoba-wa-sumete-watashi-no-kotoba-dozen-da. Gibt es Einwände? Oh oh. Was passiert hier? Oh oh. Jemand hat offenbar Einwände. Wer hat die Sperre ausgelöst? Waren Sie das? Ist das Ihr Werk, Hanako? Nope. Haben Sie das getan, damit wir einander wie Ratten im Käfig verschlingen? Hörst du? Haben Sie noch mehr Abschaum von der Straße mitgebracht? Ich habe... Alter. Einheit am Boden! Ihr Pisser! Zusammenbleiben! Elite einbleiben! Er wollte uns alle fertig machen, uns überraschen. Leute, ich mache hier mal Schluss. Nächsten Part geht's weiter mit dem Arasaka-Ending. Danach kommen noch Rogue und natürlich Panam. Und vielleicht das Secret-Ending. Und dann geht's noch weiter im Spiel, versteht sich. Ich danke euch fürs Zusehen. Nicht vergessen zu liken und zu kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Cyberpunk. Bis dann, tschüss.